meine Jupilee-Fans und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben ja das Haus von meiner kleinen Stadt und das steht bei uns immer nur im Hintergrund herum oder verstaut in unserem Schrank. Deshalb dachten wir uns, da könnte jemand einziehen und zwar Oma und Opa und ihre Dackelhündin. Denn die sind momentan obdachlos und deshalb habe ich mir überlegt, dass meine kleine Stadthaus würde perfekt passen. Es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe, wir können euch inspirieren. Wir starten auch gleich mit den Böden. Und zwar habe ich mir aus dem Internet ein Holzparkett ausgedruckt, den ich jetzt mit Parafix hier am Boden befestige. Hier oben kommt nun nochmals Parkett rein, ein dunkler. Und zwar ist das Klebefolie, das ich auf ein Papier geklebt habe. Ganz oben kommt nachher das Bad hinein, deshalb nehme ich einfach ein weißes Papier. Ihr könnt natürlich auch einfach diesen grauen Boden beibehalten. Jetzt kommen überall die Tapeten hin und zwar kommt hier erstmal eine weiße Tapete ans Fenster. Man kann aber das Fenster noch öffnen. Jetzt habe ich eine weiß-rosa Blumentapete. Ich finde, Blumen passen immer zu einer Omi und deshalb befestige ich die jetzt hier an dieser Wand und das passt doch richtig gut. Hier drüben kommt jetzt auch nochmals weißes Papier als Tapete hin und zwar so ein großes Stück, welches hingebogen und hingeschnitten habe, das jetzt in einen Ganzen hier reinpasst. Das Ganze befestige ich mit Parafix. Dann da oben habe ich weißes Papier und nochmals dieses Blumenpapier befestigt und ganz oben die gelben Wände behalten. Jetzt starten wir mit dem Einrichten. Hier unten kommt Küche, Wohnzimmer und Esszimmer hin. Hier bei dieser Küche seht ihr, ich habe eine Backofentür montiert, da es sonst keinen Backofen hätte. Das ist einfach mit Parafix befestigt. Da kommt das Sofa hin und jetzt ist es, glaube ich, selbsterklärend. Hier unten ist der Boden nicht ganz übergehend, das ist aber nicht schlimm, das wird man nachher nicht sehen. So, da hinten hinter die Küchenzeile kommt nur noch ein Rollator. Oma und Opa sind zwar noch nicht so alt, aber egal. Hier oben kommt nun das Schlafzimmer hin. Und zwar verwende ich dieses Bett hier, das ist ziemlich groß, aber es passt hier ganz gut rein. Jetzt kommt da noch eine blaue Decke drauf. Oder nebendran ist noch genug Platz für ein Arbeitspult oder für sonst was. Ich nehme den Tisch und diesen Stuhl und in die Ecke kommt noch ein Hundeköpfchen. Da oben kommt wie gesagt das Bad hin. Hier hat eine Badewanne mit Dusche Platz, das finde ich mega gut. Dann befestige ich hier dieses Lavabo vom Hotel. Ihr könnt es gerade nicht sehen wegen meiner Hand. Das befestige ich mit Parafix einfach an der Wand. Und nun kommt hier ans Fenster noch das Klo. Ein Teppich und dann wäre das Badezimmer fertig. Ich habe das ganze Haus noch etwas dekoriert und ihr dürft es jetzt sehen. Viel Spaß! So, wir hoffen, wir konnten dich etwas inspirieren, dein kleines Stadthaus auch so einzurichten. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!